Boing, 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 boing. Kahn hat uns schon mal so ein Tutorial gemacht, wie man einen unendlichen aufzubauen kann. Funktioniert noch nicht ganz gut. Gut, da war es mit Logistikblöcken gemacht, dass Ist das? der so die Etagen erkennt. So, du weißt, dass dein Auto eine Fehlinvestition war, wenn du es nach Hause laufen musst. Was hältst du davon, wenn du mal versuchst, ein Holzauto zu bauen? Was soll ich bauen? Ein Holzfarmerauto. Ne, da halte ich gar nichts von. Was, wenn ich dir alle meine Ressourcen zur Verfügung stelle? Da halte ich auch noch nichts von. Da aktuell Okay, mein ich Projekt guck. ein Aufzug ist. Dann schaue ich mir kurz deinen Aufzug an. Also, warte, folgende Idee habe ich. Nur so rein Interesse. Mister. Ups. Sorry. Ich kann mal hier noch zu rein. Machen wir dazu. So, und der Aufzug setzt sich jetzt ein Stückchen nicht in Bewegung. Okay. Nochmal. Warte, jetzt ja. Wirst du mich dafür hassen. Ha. Aber. Ja, bewegt er sich gerade. Ja. Weißt du, woran das liegt? Ja, weil ich den gerade von unten nach mit dem Lift nach oben gestupst habe. Eventuell. Ach, weil du gerade den Aufzug demontierst. Nee, ich baue die Ecken raus. So. Eventuell versuchen wir mal. Bewegt er sich noch? Nee. Ja. Warum baust du denn da die Ecken raus? Weil ich dachte vielleicht, dadurch, das sind ja die Sachen, die verkanten. Nee. Theoretisch. Aber das ist doch nur drei. Du hast jetzt zwei von drei Ecken vernünftig getroffen. Dann mach mal die anderen. Ich Ich hab weiß nur. nicht, ob das dann rausfällt, ob ich dann vorne meine Nö, Front. nö, 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 ich hab die, ich hab alles und dann noch weiter das konnte. Ja, nicht sind die. Das Einzige, was du, glaube ich, demontiert hast, sind die Aufzugstüren. Die ist jetzt lose. Hab ich das nicht. Die kann gar nicht lose sein. Die Aufzugstür ist in der Mitte festgemacht. Nee, die Aufzugstür ist lose. Es kann nicht sein, die ist in der Mitte festgemacht. Okay, dann. Und das hat jetzt was gebracht. Ja, nee, ist klar. Ups, du bist dir sicher, dass deine Pisten auch eingestellt sind darauf, dass sie jetzt ziehen? Ja. Oh, danke. Bin ich mir relativ sicher. So viel zu, die Aufzugtüren sind fest. Die eine ist gerade rausgefallen und die andere hängt auf halb acht im Aufzug. Aber warum? Die müssen fest sein. Nee, offensichtlich nicht. Ja, warum sollen die locker sein? Dann, ach, du hast da oben eine Kante gelöscht, oder was? Nö. Ja, aber warum sind die dann locker? Die sind doch hier oben, wo die Pistons noch sind. Gibt's doch noch, da hast du doch nichts weggelöscht. Nein, die waren so lange dran, bis du daran gelöscht hast. Das ich hab ich da nichts weggelöscht. Ich komme da gar nicht ran von hier. Keine Ahnung, so, wo ist dein Aufzugsraum? Kann man da rauf? Ja, bei den Treppen. Bewegt sich da was? Ja. So. Übrigens, der Aufzug war auf. Ich setz mich nach unten gesetzt. Ja, wer hat jetzt Recht und wer hat kein Recht? Was hast du gemacht?
Also erstens war der Aufzug die ganze Zeit auf, waren die Schalter an. Schalter an sind ja Pisten ausfahren. Zweitens sind die Ecken draußen. Und der funktioniert doch jetzt. Ja, mach mal runter. Aufzug. Aber die waren doch gerade auch aus, oder? Hä? Ich meine, ich habe die gerade ausgeschaltet. Das ist ja kurios. Wieder eins, sehr gut. Er eckt jetzt manchmal in den Ecken an. Ne, der eckt hier, in dem, wo die Pistons geführt werden. Ich fahre mal runter, wieder ein Stück. Kannst du uns einmal die Ecken vom Fahrstuhl wieder anbauen? Dann Ja, können wir mach. noch gucken, ob das jetzt an deiner Inkompetenz lag, den Fahrstuhl hoch und runterzufahren, oder ob Warte, es ich jetzt an den muss Ecken ganz liegt. kurz mal zur Farm. Wo ich muss sterben. Ist auch eine Variante. Einen Augenblick. Mach das. Wieder habe ich was zu essen oder ich habe nichts zu essen. Das ist super. Was könnte ich noch essen? Wir haben nichts. Brauchen hier einen Aufzugsraum oder in der Richtung. Ja. Ich versuche schnell zu sterben. Warte, ich kann noch eine Idee. Sekunde. Ich laufe noch mal kurz hoch. Und spring dann runter. Das ist doch eine gute Idee, ne? Selbstmord. So. Hat schon mal gehört. Das hat jetzt echt keinen Schaden gemacht aus der Etage. Also Sprung Nur aus dem noch beim dritten höchsten. Stock tut nicht weh, liebe Kinder. Merkt euch das. Könnt ihr zu Hause ohne Probleme mal nachmachen, denn wir haben gerade kennengelernt. Sprung aus dem dritten Stock tut nicht. Fuck, ich hab was vergessen. Scheiße! Ich hab's gefürchtet. Spaß beim Laufen. Ich hab. Also der Aufzug fährt jetzt auch mit den Ecken. Nee, nach ganz Oder noch unten ganz. geht, meine ich gar nicht, weil er zu wenig Pistons hat. Ja, aber ich meine, ich kann ihn alle ausfahren und dann kann ich auch alle wieder hochmachen. Und er ist auch relativ schnell. Ja. Also so ein normaler Aufzugsspeed, würde ich sagen. Normaler Aufzugsspeed. Ja, nee, ist klar. Ja, Normaler ich hab grad. Aufzugsspeed. Ja, runter ist er schneller. Ich mache die Beobachtung, dass die Pisten, wenn man sie auf schneller stellt, mehr Kraft haben. Ich weiß. Aber dann ist ja der echt zu schnell unterwegs. Jakob. Aus irgendeinem Grund habe ich sie gerade schneller eingestellt und es geht besser. Hat. Ist der denn noch schneller oder langsamer? Ja, das probieren wir jetzt aus. Okay, Gott nein, sei Dank. das ist bisschen zu schnell. So, ist ein bisschen zu schnell. So, jetzt darf ich 9 pflanzen. 1, 2, 3, 4. Vielleicht den obersten auf langsame stellen, sodass er immer. Okay, hier ist einer noch. Oh Gott, 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 oh Gott. Alles gut? Ja, ich bin gerade nur so aus dem Aufzug gefallen. Nur so aus dem Aufzug gefallen, das ist ja halb so schlimm. Das stimmt, ja, total. Das ist wirklich so. Aus dem Aufzug fallen ist langweilig. Ich gucke gerade auf dem Square Mechanic Discord Server, ob da irgendjemand zufälligerweise ein gutes Farming Vehicle gebaut hat. Guten Tag. Verstehe ich schon wieder nicht.
Ah, du warst das, du Drecksfink. Schieb das einfach auf mich. Jetzt verstehe ich. Der Tigu weiß, der Tigu weiß. Ich nicht. Ich sehe hier gerade, es gibt die Möglichkeit, dass man ein Auto baut, was immer über die Bäume rüberfährt und die dann von oben sägt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Waren die Türen immer nur zwei breit? Nein, die waren mal drei breit. Aber du hast doch eine Ecke abgeschoren. Naja, es ist doch ganz einfach. Schau in dein Inventar. Hast du da Glas im Inventar? Ja. Bestimmt. Passt das Glas ungefähr auf. Passt das auf die Türen rauf? Ja, ich habe nämlich kein Glas im Inventar. Insofern hast du das wohl abgebaut, oder? Ich habe dir unbemerkt das Glas untergeschoben. Kann auch sein. Das wird sein. Ja, natürlich. Was? Weil du machst nie einen Fehler. Nein. Ich habe mehr Du nicht. Spielerfahrung. Also, Nicht. wenn der Alte spricht, schweigen die Küken. Wie bist du da hingekommen, Aufzug? Wie ich in den Aufzug reingekommen bin. Nein, wie der Aufzug in die Etage gekommen ist. Ach so, ich bin einfach nur vorbeigelaufen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, neues Pharma-Vehikel. Ach du Scheiße. Ja, komm. Und schon wieder ein neues Farming-Vehikel. Ist Naja, bei es dir gibt ja auch kein. mittlerweile so Standard, ne? Kommt, was habe ich? Habe ich heute irgendeine spannende Aufgabe? Nein, ich baue ein Farming-Vehikel. Gute Idee, oder? Ja, sicher. Super Idee. Ja, die letzten haben ja alle nicht so gut funktioniert. Ach. Ich bin ja nach dem perfekten zu Theorie und Praxis ist immer so eine Sache. Wo ist jetzt hier das? Außerdem will ich eine Universalwiege haben, was, womit man jeden Baum platt machen kann. Also, irgendwas ist hier falsch. Ja. Vergingen die Tür nicht früher ganz auf? Ja. Es liegt daran, dass ich da Holz reingepackt habe. Damit das Ding wieder ganz an der Schiene hängt. Mach einfach das Holz am Rand raus. Dann? Wird es wieder funktionieren? So, und dann meinst du auch, funktioniert der Aufzug? Ja. Solange du oben und unten von der Tür noch was lässt, ja. Was? Naja, oben und unten von der Tür musst du noch einen festen Block lassen. Sodass die Tür nicht das ist, worauf der Aufzug im Endeffekt fährt. Weil das wäre dumm, weil das sich halt bewegen kann. So. Sagst das immer so leicht? Musst du so und so machen, Tigo? Das ist jetzt ohne dich verletzen zu wollen, so besonders schwer ist das nicht. Wo ist denn jetzt schon wieder hier das Problem? Also ein fester Block reicht, hast du gesagt, ne? Oben und unten aber, das ist wichtig. Oben und unten, aber das ist wichtig, sagte er. Natürlich. Warst du nicht derjenige mit dem Ingenieurstudium oder wie war das? Oder Ich bin kein Student. ja, ich meine diese Schwerpunkt architektonisch Ingenieur. Genau, ich bin architektonisch Ingenieur. Guten Tag. Nee, wie war das denn? Erzähl, was war das nochmal? Das erzähle ich dir jetzt ganz bestimmt nicht. Jetzt auf jeden Fall nicht. Ja, weil du dich dann blamieren würdest. Nee. Also erstmal ist das ein ganz anderer
Sache. Das war doch irgendwie sowas Technisches, oder nicht? Ja. Ingenieurstechnik heißt das. Ja. Ja, aber kein Studium. Das meinte ich ehrlich gesagt auch nicht. Doch. Da habe ich ja, ich weiß, aber ich habe halt scheiße geredet. Wie Das sind immer wir aber gewöhnt, eigentlich. dass du das machst. Ja, eben, habe ich doch eben schon gesagt. Ich So. habe mich sozusagen selbst geroastet. Die Türen funktionieren wieder, Jakob. Jetzt funktioniert sicher Das. der Aufzug nicht. Da würde ich mich kaputt lachen. Also, das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Hopp, 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 hopp. Wir holen ihn mal nach ganz oben. Das Licht an den Türen oder was? Was liegt an den Türen? Dass der Aufzug so schwergängig ist. Weil Ja. jetzt kommt er hier fast nicht mehr in die Puschen nach oben. Ach du Scheiße. Und da fehlt was. Du musst einen Glasblock in der Tasche haben. Nee, ich habe eins außerdem der Mama geschlagen. Ein Glasblock wird fehlen. Ja. Diesen einen Block habe ich auch gesehen. Ich weiß alles. Ich. Nee. Das nicht. Hä? Warum hängt der denn jetzt schief wieder? Warum hängt der schief? Kann doch gar nicht schief hängen. Warum hängt der schief? Wo ist das Problem? So. Also. Hier ist das neue Stockwerk für den Fahrstuhl. Tigo, ich hab eine coole Sache gefunden. Ich Schön. muss sagen, ob du denkst, dass man dafür das, also ob wir das bauen sollen. Ja, muss ich jetzt in Discord schauen, oder? Windy-1966 sagte, youtube.com. Qualität geht auch. Und er müsste in der Lage sein, auch kleine Bäume zu fällen. Was sagen Sie dazu? Darf ich das erst anschauen? Danke. Ja, ganz nett, ne? Von mir aus, wenn es dich glücklich macht. Darfst du das gerne von mir aus bauen? Ja. Ja. Nimm es mir nicht übel, aber ich mache für heute Schluss. Kein Ding. Nee. Gut, dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ich hab's geschafft, Jakob. Was? Der Fährt der Auf. Aufzug? Ja, der hält sogar richtig. Nur Krass, das ein schaue ich mir später Problem. im Video an. Nur Ja. ein Problem gibt's. Der kommt noch nicht bis ganz nach unten. Oh. Ja, ich weiß. Belastend.
Ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Vielleicht kriegst du es ja hin. Ach, soll ich Tschüss. das alleine mit, ohne dich machen? Warum nicht? Okay. Bin gespannt, wie weit du kommst. Ja, ich mach das für dich. Du glaubst so dran. Okay. Tschüss. Tschüssi. Also, wir machen den Aufzug jetzt fertig. Habt ihr ja Windy gehört. Also Jakob. Das heißt, die wichtigste Verbindung fehlt noch. Auch die höchste. Es müssten drei Pistons. Wie viel sind das? 16, also 15 plus 15 plus 15. Oh, vier Pistons. Das kostet teuer Geld. Das kostet teuer Geld. Warum ist da ein Roboter? Seit wann gibt es auf unserer Insel Roboter? Seit wann sind hier Roboter? Sogar zwei Stück. Seit wann seid ihr hier? Komm her. Kurios. Aber ja, wunderbar. Das heißt, wir müssen jetzt loseiern und viele Component Kits holen. Ich habe leider keine Ahnung, wo ich Component Kits jetzt so schnell herkriege. Wo kriege ich so viele Component Kits her? Spannende Frage. Gute Frage, nächste Frage, ne? Hier ist nur Öl. Hier ist noch Sprit. So, aufgefüllt und ab die Post. Wo kriegen wir Component Kits her? Wo kriege ich schnell viele Component Kits her, ist die Frage. Ich muss auf jeden Fall, was ganz klar ist, ich muss den Aufzug nochmal abschweißen, um mehr Pisten, um Pisten zu verlängern. Das können natürlich problematisch werden. Aber egal. Aber egal, aber egal, aber egal, aber egal, aber egal. Tü, 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 tü. Wir gucken erstmal hier, ob es hier schon respawned ist. Denn dann habe ich erstmal eine gute Punktzahl. Eine gute Anzahl schon mal. So, gucken wir. Tü, oh. So, alle tot. Schlecht. Gut, wenigstens ein bisschen respawnen. Also haben wir schon mal eine Piste. Eine Rohpiste. Eine Rohpiste ist schon mal schön. Ne, wir haben zwei Rohpistons, ne? Oder? Ja, zwei ganze Pistons. Heißt, wir können schon mal sechs Blöcke. Glaube, wir können dann sechs Blöcke überwinden. Meine ich. Ich meine, dann können wir sechs Blöcke. So, wird besser. Das lassen wir hier. Pff. Ich schlepp doch keine Samen freiwillig mit mir. Warum hier? Gut, das war's.
Nein, doch noch nicht. Da habe ich in der Kiste geguckt. Ja. Hoppala. Meine Nase juckt, Leute, meine Nase juckt und ich habe den Ausgang übersehen. Da. Tolle Brücke ist nichts. Nein, nee. Meine Nase juckt. Gute Nase. Gute Nasenkratzer. Zudem können wir ganz kurz hier mal Sachen reinschießen, ne? Oder soll ich das mit Jakob machen? Ich weiß nicht, bin mir unschlüssig. Schnauze. Ah, nur solche blöden Boards. Brauche ich nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Ehrlich gesagt. Warum haben wir da unseren Brokkoli reingeschossen? Wofür? Hätte man auch super versnacken können. Nein, wir mussten natürlich unseren Brokkoli da rein katapultieren. So. Tü-tü-tü. Kurve. Ich muss aufpassen. Da hat mich letztes Mal ein Bot überrascht. Mit Bot meine ich natürlich nicht so einen kleinen Kram-Bot. Die sind ja überall, aber so ein Ruderbot. So ein Ruderbot ist nicht förderlich. Fahren jetzt da lang. Ja, einfach. Geradeaus hier. Obwohl, wir können auch hier kurz abhaken. So. Geil. Inventory voll. Fick mich. Hast mich gerade erschreckt. So. Wir platzieren jetzt mal hier ein bisschen Zeug drin. Na, so ein bisschen nur, damit ich mehr Platz habe. Und jetzt wagen wir es. Fahren da lang. Wir gucken natürlich vorher, ob da kein roter ist. Von dem nochmal da überrascht zu werden, habe ich nicht so die große Lust. Hier parken wir mal. Sieht relativ sicher aus. Gehen jetzt da vorsichtig hoch. Man merkt, ich gehe deutlich vorsichtiger vor. Nicht mit mir, aber mit meinem Auto, denn ich sterbe halt, das ist egal. Wenn mein Auto kaputt geht, das ist nicht egal, das kostet teuer. Das kostet teuer Geld. So, noch wer? Nein. Jetzt komme ich erstmal wieder an ein paar Component Kits. Hä? Komm, stirb. Du Dreckspaten. Nein, das muss mit. Das bleibt hier. Dreckspaten, schlägt der mich einfach. Der Fiesling. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Schlagen.
Schlagt mich nicht. Haben wir uns da verstanden? So. Wunderbar. Dirk Lunz mit der Knarre. Ich liebe diese Shotgun. Hier ist auch nichts. Muni ist gut. Hier ist nichts. Hoppala, jetzt bugge ich. So, hopp. Und weiter im Text. So, hier ist was, da ist nix. So viel Kleidung gerade. Fantastisch. Und so viel Component Kits. Gib her. So, ich hätte die auch mit dem Hammer bearbeiten können, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht ein mehr. Ich bin so penibel, Hammerarbeit gilt nicht mehr. Ha. Noch ist hier irgendjemand? Nö. Hätte ich jetzt mit gerechnet, dass hier oben mich irgendjemand begrüßt und sagt Tachchen. Oh, geil. Gute Loot hier, guter Loot hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Muss ich mir merken für die Zukunft. Sehr guter Loot, sehr guter Loot, sehr guter Loot. So, wir gucken jetzt hier mal. Tum, 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 tum. Also verarschen kann ich mich auch selber, ne? Verarschen kann ich mich auch selber. Nehmen wir mal einen guten Schluck halt hier raus. Nochmal. Nochmal und sammeln wir. So. Brauche ich auch nicht, ehrlich gesagt. So, das heißt, wir laufen wieder runter. Wir haben jetzt 20 Component Kits, Leute. Und ein Auto, weil ich verloren habe, weil ich zu gut geparkt habe. Nein, das, da steht das da. Da steht das doch, Tigo. Jetzt bin ich gerade hier. Soll ich es investieren? Soll ich mir schon die Samen holen oder soll ich warten? Das ist die Frage. Wir gucken kurz. Also wir holen uns nicht die Knarre, auch wenn wir die Samen haben. So, zwei Bananenkisten. Halt ganz auf entspannter Basis. Ja, wir haben nichts Gefährliches verschossen. Beziehungsweise Wichtiges verschossen. Gefährlich kann man nichts verschießen. So, weiter. Weiter. Immer weiter. Tü-tü-tü, fahren, fahren, tralalala. Ich hätte jetzt auch die Ananas da. Ich weiß nicht, ob ich die da abgebe oder woanders. Ich glaube da, ne? Hätte ich jetzt zwar auch abgeben können, wollte ich aber nicht. Wollte ich ehrlich gesagt nicht. Da ich das mit Jakob zusammen machen möchte. Wunderbar, easy. Und jetzt noch kurz zum Händler. Gott sei Dank ist das nicht wie in 7 Days to Die, dass der um 10 Uhr schließt oder so. Na, das wäre ja albern. So. Tumansam. Nicht Tomatensamen. Kottensamen, 5 Stück. Ganz schön teuer, ne? Liebe Leute, lasst euch sagen, die Glocke hat eben gut Abend geschlagen. Löscht das Feuer und das Licht, sonst funktioniert das nicht. Und damit tschüss und miau.